Und da sage ich mal Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu F1 2021 in einer 5-Runden-Weltmeisterschaft mit dem Joker und dem Kenny. Danke schön. Hallo. Und dem Valvo ist auch mit dabei. Du fährst ja nicht mit, Valvo. Blöd Potsau. Jetzt muss ich euch noch stumm schalten. Hallo. Stumm. Jetzt schaltet er uns erst stumm. Stumm wie stumm. Ja. Ich hätte noch 15 Sekunden Zeit dazu. Joker yeah. Und Kenny im Haas und Beißler im McLaren. Ich bin da weg. Wo im Safety Car? Das gibt's doch aber gar nicht bei 5 Runden. Achso. Hast du also mehr Zeit, um meine Strecke zu ficken? Toll. Das haben sie mich übers Ohr gehauen hier. Ja, weil du darfst im Safety Car fahren. Ja, ja, für den Arsch. Ja, du darfst ihn im Safety Car setzen, darum hast du das Spiel auch nicht. Darf nur zulugen. Eine tolle 5-Runde-WM steht an. Wir hatten ja schon mal eine. Ich kann mich noch, ganz groß geschrieben. Ich kann mich noch an interessante Duelle mit dem Joker erinnern. Müssen wir mal angucken. Da war doch mal was in Portugal unter anderem. Mit dem Kenny nicht? Ist er schon wieder so früh ausgeschieden, oder was? Nochmal mir notieren für Valvo auf jeden Fall das Spiel zum Geburtstag schenken. Ab und was machst du mich jetzt an, wenn ich den Kenny anmache? Ab ist und das ab, hier für abgekaterte Scheiße? Auch vor allem bei McLaren. Ach, das ging die Mama. McLaren hat einen ganz tollen Sponsor, der eigentlich schon eine Beleidigung ist. An dem Spiegel, da steht nämlich Bitch drauf. Als Sponsor bei McLaren. Also ich finde das interessant. Ich finde das interessant. Ich würde gerne wissen, Bitch. Wer die Bitch ist. Ja, ah, Valvo sagt schön, ich würde ja gerne wieder weibliche Kommentare lesen. Ja, Valvo, gut, dass du mich dran erinnerst. Wollen wir den mal kurz sehen? Soll ich jetzt einen Kommentar schreiben oder was? Nee, aber wenn mal irgendwelche weibliche Zuschauer sich doch mal verirren sollte auf dem Kanal, ich glaub's ja nicht, aber es könnte ja mal passieren irgendwann, dann gerne Kommentar da lasse. Wird eh nicht passieren, aber man muss es ja mal erwähnen, dann hätten wir das dann auch abgearbeitet. Gearbeitet. Willst du abarbeiten? Die Alte würde ich gerne ordentlich durchheften. Mit einem Locher und einem Tacker und einem Schnellhefter. Also wer sich da nicht meldet, ist selber schuld. Was ist denn, nicht durchgestanzt werden wollen. Was ist denn das für eine Blaze? Wird mir gar nicht angezeigt, was für eine Blaze. Ah, 7. Besser wie Lando. Warum bin ich ja jetzt aus Guatemala? Hä, hattest du jetzt nicht eingestellt gehabt, Oman? Oder war das eigentlich nur ein Karriere? Aber das war wahrscheinlich nur für die Karriere dann. Ja, Panama hattest du dann, oder? Aber du warst auch nicht so dunkelhäutig, so Hamilton-mäßig. Du warst auch viel länger. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, das ist nur der Charakter für den Einstellt, der macht dann eh, was er will. Nee, ich glaube, die Einstellung, wo du gemacht hast in Karriere, betrifft nur den Karrieremodus. Das ist jetzt wieder dein Online-Avatar. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was der für einen Helm gerade drin hat aktuell. Es könnte sein, dass der Bergmann-Helm aus dem BMW My Team drin ist. Könnte. Ich kann ja nicht mal raustanken, wa? Okay. Bergmann. Raustanke. Nee, ich habe meinen richtigen Helm. Schmerz für Glück. Euch auch. Guten Tag. Na geht's los mit einer neuen 5-Runde-WM und los geht's. Immer noch ist der Red Bull weiß und nicht japanische Schriftzeichen dran. Den hatten wir ja beim letzten Mal, den Red Bull. So, Max. Da komme ich in den Slide. Das war eine gute Rallye-Drift. Ich habe das Hütchen unter mir, glaube ich, gehabt. Jetzt ist es weg. Ui. Und da bin ich an der Max rangefahren, aber schon, oh Gott, und da rammt mich einer in die Wand. Da ist ein Mercedes weggeflogen, der mich weggerammt hat. Ich weiß noch nicht, wer es war. Ihr habt sogar unterschiedliche Sponsoren oben. Kenny und Jocke. Ja, stimmt. Ja, der Mazepin hat, glaube ich, andere Sponsoren als der Mick Schumacher. Wie keine Alternative. Kenny hat 1 und 1 oben stehen, Jocke hat Haas. Verkehrt. Ja, ich bin der Haas. Dann ist der Kenny wahrscheinlich der Mick Schumacher, den er ersetzt hat, und der Joker, der Mazepin. Die haben tatsächlich vertauscht ihr die Sichten. Ich hab eigentlich den Schumacher ersetzt.
Okay, interessant. Nein. Ja, Joker hat ja auch einen deutschen Sponsor mit 1&1. Also ich weiß, dass auf dem Overall Mazepin und Mick Schumacher verschiedene Sponsoren haben. In echt, tatsächlich. Also, wer mir auch immer da an die Seite rangefahren ist in der zweiten Kurve. Der darf leiden. Ja, hinter mir ist ein Mercedes, aber den lasse ich nicht durch. Also Bottas, Lewis. Also wenn es kein Mercedes war, dann muss es ein anderes Auto gewesen sein. Vielleicht dann doch ein Alpine oder ein Red Bull, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt in der Runde vier Hütchen weggeräumt, ja, Alter. Ja, das Hütchen hatte ich auch gerade unter mir, das letzte. Zeig auch gesehen. Das war ein Mercedes, okay, da ist einer an die Box. Oh Gott, das war eine scheiß Kurve, oh Gott! Oh, wo bist du denn rausgefahren, ey? Oben im Spiegel einfach mal komplett quer durchs Bild gezogen, ey. Und trotzdem bist du schon wieder da, was hast du gemacht? Nichts, nichts passiert. Oh mein Gott, was war ich denn jetzt aber? Also beide Mercedes und ein Aston Martin an der Box, dann war es doch der Aston Martin, der da quer stand vorhin, der mir rangefahren ist. Ich meine, selber schuld, die Vollidiote. Also ich meine, das gehört mir die Seite, ja? Ja, da kann man nicht einfach so halbherzig reinfahren, also. Ja, hoffentlich war es der Vettel, da hat es einen richtigen Vollidioten erwischt. Aber schafft nur 300, ey, holy shit. Was, der Ara fährt hier auch noch mit? Alter, das habe ich nicht gewusst. Aber mit der abgefransten Endplatte kann man auf diesem Kurs trotzdem noch so einigermaßen überleben. Hast du mal die Cockpit-Perspektive probiert, Kenny? Ja, hatte ich mal. Na, den Forza feierst du es ja. Bei F1. Ja, aber hier ist das Halo halt eigentlich im Weg. Obwohl ja, du kannst es ja ausblenden. Man Beißler hat es ja ausgeblendet, glaube ich. Nee, ich hatte es nicht ausgeblendet, aber man kann es ausblenden. Tatsächlich, seit dem 18er ist die Option drin. Seitdem ach, doch, wo hat Kenny nicht während des Rennens der Motor gerade alle ernst? Ich schon herum. Ich merke ja gerade, wie fehleranfällig er dadurch ist. Da fährt mir ja schon wieder einer ran. Ach, ein Ferrari. Ja, ich bin kurz, hab kurz auf Pause gestellt, damit ich die Kamera umstellen kann. Da hat die KI auf einmal rübergezogen. Tschüss, Charlie. Auch du kommst nicht an mir vorbei. Na, Mr. Ja, man kann das immer ein bisschen noch mehr ausblenden, das Halo. Nee, mehr ausblenden geht nicht, das ist schon raus. Das ist jetzt in der Mitte, ist es einfach dieser Streifen, da ist so ein Pinüppel vorne drauf. Ja, ich dachte, es ging noch mehr. Nee, noch weiter geht's leider nicht. Weiter geht's leider nicht. Ah, okay. Man hat da nur in der Mitte freie Sicht, aber ich hatte es nicht gehabt, ich hatte es ja original. Nur nach 2-3 Rennen war es dann doch nicht so das Wahre. Nein, Mr. Smooth Operator? Ich fange immer an zu schielen, deswegen. Oh Gott, und das war der Frontwinkel. Joker, hab ich dich jetzt gerade irgendwie abgeschossen oder so? Ne. Ich werde nur fast am Ende der zweiten Runde rein fahren, weil der da... Weil da hatte ich kurz auf Pause gestellt. Dann wird der langsamer. Oder Drecksack. Ich werde mich jetzt zwei Runden ohne den Frontwing durchsetzen gegen euch. Ich werde jetzt hier kämpfen. Und da hatte ich Angst, wenn ich da weiter rausgezogen hätte, hätte ich nachher die Jokula abgeräumt. Geh da durch. Der sympathische Clown. Aus. Aus Polen. Ja. Na, da gibt's auch schöne Frauen, habe ich gehört. Charlie, du gehst nicht vorbei. Du gehst nicht vorbei. Schöne Pornodarstellerin, meinst du? Nein, und tschüss. Ach, das war gezeichnet. Also wenn ihr aus Polen kommt, zum Pornodarsteller seid ihr dann. Öffnet's doch mal. Das Rennen war gezeichnet jetzt, nachdem ich mir der Frontwing abgeschlagen habe. Habe ich jetzt noch mit aller Gewalt versucht, dann die Positionen zu verteidigen. Ja, das war auch... Gewaltigen, was? Ja, da hat es einige erwischt. Tatsächlich Lewis, Vettel, Bottas, Sainz, die sind wohl alle mit mir zusammengerumpelt. Ja, das kann man. Runde Wreckfest, hat der mich wieder veranstaltet hat. Auch Leclerc hat es erwischt, aber der ist nicht so weit zurückgefallen wie das Move Operator. Perez hätte ich auch noch fast runtergeschossen. Ja, da haben wir ein geiles Podium mit Tsunoda und Alonso, die sich da vorne gäbe. Alter. Passiert? Nee, meine Karre ging nur hart quer.
Joker. Das Forza-Vibes. Na, und der Carlos Sainz muss auch in die Box. Ja, dem habe ich auch nochmal in die Seite getackelt. Ja, Smooth Operation. Ja, weil es war dann noch die dritte Runde und die war schon fast zu Ende und ich wollte halt ohne Frontwing jetzt mit aller Gewalt da das probiere und das hat keinen Sinn gehabt. Letztendlich bin ich dann selber an der Wand gelandet. Weil da hätte ich jetzt was mitnehmen können. Außer den Carlos Sainz? Nein, nicht nur den Carlos Sainz. Warum hat denn der Ken jetzt die Startnummer 13? Wolltest du die? Keine Ahnung, ich glaube eigentlich nicht. Du hast jetzt die Startnummer 13. Boah. Oh Gott, und Kenny landet auch gerade in der Wand. Na, ich kann mit Jockel nicht mithalten. Jockel ist viel zu schnell für mich. Du rutschst aber auch arg. Also Joker, der Lewis räumt gleich der Carlos ab. Uiuiui, was wird das hier? Achtung. Hätte nicht die Perspektive einreden sollen, Kenny. Jockel, welches Setup fährst du? 4. Ich auch, okay. Mein Max-Speed ist auf der langen Geraden jetzt gleich 300 km/h. Muss ich gleich mal gucken. Oh Gott, hier hinten ist auch spannend. Der Sainz und Hamilton sind schon 3 Kurven nebeneinander. 90, 97, wie angeklebt. 301, 2, 3, 4. Jetzt ist er vorbei. Du fährst einfach nur viel, viel besser als ich. Gasly auch noch an der Box, der muss dann auch noch irgendwo. Also ich glaube, dass die da hinten ab Bottas alle was mit dem Michael Beißler zu tun hatte. Die hatten alle den wilden, dreckigen Sex mit dir, ja? Sagst du? Das war ein richtiger, nach dem anderen. Richtiger Massengangbang da hinten. Oh. Jo, ist ganz schlimmer. Mit den weiblichen Darstellern da. Aus Valentina Bottas oder wie die alle aussah. Pierre Gasly, Sebastiane Vettel, Carla Sainz. Dass sie dann, nur dass alle unten rum aussahen, wie bei mir die Forza-Troller gestern. Nee. Aber Joker feiert den ersten Auftrag. Glückwunsch Joker, Glückwunsch Kenny, ein Doppelsieg zum Auftakt für das Haas-Team. Haas. Während der Kenny so einen Space-Helm hat, wenn ich das richtig sehe. Er guckt eh wieder richtig. Das ist ein Halloween-Helm. So ein Space-Helm. So ein Totenkopf dran. So ein Gebiss. Achso, ich glaube, den habe ich gesehen beim Karriere-Ding vorhin. Und da verneigt er sich, der Joker. Günther, sieht man Günther hier überhaupt nicht? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Günther gar nicht gesehen, ne? Er ist schon heimgefahren. Haben sie gar nicht reinprogrammiert, weil sie dachten, das passiert eh nicht. Nicht in den Online-Modus. Hä, wieso bin ich denn noch Australien gehabt? Achso, die gehabt bei der anderen. Ja. Was hast du bei der bei deiner Karriere eingestellt? Jetzt Russe oder Polen? Eisler, mir fehlt da noch so eine Sicht von dir. Habe ich vergessen einzustellen. Kann er nicht übertragen, sonst fängt es an zu laggen, Volvo. Achso, okay. Schade. Ist wieder ein schwarzer Bildschirm hier? Jetzt. Ja, wir auch warten auf Spieler. Ist bei mir die Webcam, also der. Wir warten auf Eisler, oder? Nee. Also nicht wundern, dass ich jetzt aussehe wie Roberta Blanca in dem Augenblick. Ein bisschen schwarz muss sein. Na, großartiges erstes Rennen. Doch für euch ist gut gelaufen. Ich hätte es mir besser vorgestellt. Nee, ich wollte aber erster werden. Ich hab mich überworfen mit McLaren. Ich wechsle jetzt schnell zum Mercedes. Also. Ich weiß ja, ob du mir halt da die Ecke denn da, wo du mich da vorbeigelassen hast. Ja, ich hatte Schiss, dass ich dir reinfahre. Ich habe einfach. Ja, dann wäre es aber so gewesen. Ich meine. Nein! Das wollen wir doch sehen hier. Aber wieso, da wird also man doch Ghost. Also ich will sehen. Gegen KI doch... hätte ich durchgezogen. Gegen Spieler ziehe ich nicht durch. Aber da ist wieso doch Ghosting, nicht? Oder? Oder ist das Ghost? Hab... Nein, das Ghosting ist hier, glaube ich. Nur im Karrieremodus? Okay. Ja, das ist ja da irgendwie so merkwürdig drin. Hier ist Rennen würde ich übrigens reden. So, okay. Hier habe ich übrigens gestanden. Hier doch noch nicht. Achso. Oder, ach nee, du warst ja öfter da, wa? Doch, ja, da bin ich auch mal durchgegangen. Da ist doch mal eine alte durchgefurkt. Oh, sorry. Bist du auf Start und Ziel. Und hier bin ich dann länger gestanden. Da war es dann Austria. Hast du dein Revier markiert? Da ist noch mein Pissfleck. Riecht man heute noch.
Hier ist mein Hubschrauber abgestürzt. Alles. Die haben sie nicht genau da beerdigt. Da. Ja, haben sie wieder ausgebuddelt. Und hier rennt er mittlerweile ein Zombie auf der Strecke. Jetzt haben wir ihn überfahren. Challenge accept. Hier bin ich auch mal gestanden. Ich glaube, während dem Formel 3 Rennen oder so. Und hier war ich mal im Paddock Club. Hallo. Im Paddock. Ich nicht sagen, was ich jetzt für eine Position habe. Also was die da weit gedacht haben bei dem Sponsor. Bitch, das frage ich mich auch bei McLaren. Dir, bei dir steht P2. Was hast du gemacht? Du hast in den letzten beiden Kurven hast du voll verloren auf mich. P3. Ach, du hast da... Hä? Ach, du hast auch die Übertragung, oder? Deswegen. Ja, guck da wieder irgendwie rüber. Ja, Glückwunsch. Ich vergleiche immer so. Ich schaue gerade beim Qualifying auch. Wo bin ich gerade? Wie bin ich da unterwegs? Im Rennen kann ich nicht rüberschauen. Im Rennen ist mir so viel los. Mach doch den Mesut-Style. Mach doch ein Auge links, eins rechts. Was redet? Warum meinst du den Günther? Also den Helmut. Was für Reifen haben wir denn drauf? Intas, wenn ich das richtig sehe. Das ist eigentlich Internet. Helmut mit seinem Helikopterauge, wie wir heute gelernt haben. War ich mit der 3? Ich hab drei, die 2 gemacht. Ja, dann fahr ich mit der 3. Regen! Was für Glück. Geil, Fächer. Soll es die ganze Zeit regnen? Das sind ja nur 5 Runden. Wenn, dann könnte es höchstens ab dem Ende irgendwie trocken werden, aber ich glaube nicht, dass das... Gab's ja mal in der 5-Runden-WM. Ich glaube einmal. Wetterbericht. Sich das Wetter geändert hat. Wetterbericht! Schrei doch Jeff nicht so an. Wetterbericht! Bottas, lass mich in Ruhe. Joker kam nicht so gut weg, glaube ich. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben. Ja, das reicht ja für das Rennen. Du kamst da nicht ganz so gut weg, oder Joker? Ja. Wegen den Mercedes dann auch, die dich da bedrängt. Der Beißler zwischen euch beiden, das kracht doch gleich. Ja, ach, dabei ist der McLaren hinter mir, oh. Ja, ja. Hast du ja noch gar nicht mitgekriegt, dass ich im McLaren sitze, oder wie? Der Michi ist eigentlich ein starker. Der Michi ist eigentlich ein starker Regenfahrer, zumindest hier in Österreich, weil ich schon so. Starker Regenfahrer und starker Fahrer in Österreich, eigentlich immer. Österreich. Wen ersetzt du, Beißler? Danny Rick. Ja, ne? Okay. Ah, das wird lustig dann zum Halbsaison. Wenn die Haas-Leute und Danny Rick ein neues Cockpit suchen. Wieso? Das ist doch nur 5 Runde. Das ist doch keine Karriere hier. Ah, schade. Karriere geht leider nicht zu dritt. Boah, zu dritt wäre geil. Generell 20 Leuten oder wenn sie das machen. Das wäre nice. Das kommt dann vielleicht irgendwann 2025. Wenn überhaupt. Dafür fliegt dann halt ein Offline-Karrieremodus raus. Safety Car fällt raus. Schnelles Rennen und Beenden fällt raus. Das gab's ja nur bei Grand Prix. Menü fällt raus. Nächstes Jahr fängt erstmal wieder nur das Grafikgerüst. Ja, da fliegt dann alles wieder raus. Das, hoffentlich wird es dann nicht wieder so eine Scheiße wie 2015. So eine verpackte Young Driver Test. Wie war das mal in Österreich, wo ich die Michi gejagt habe und Andeutung gemacht habe, dass ich ihn abschieße? Da falle ich heute. Wie war das, dass dich hier der Beißler abgeschossen ja, da war, oh Gott, Beißler und da bin ich damals abgeflogen, als der Joker Andeutung gemacht hat, als ich mal kurz 2 Meter geführt habe. Oh, war das nicht mit mir und Jake? Ja, ja, genau. Das war genau das. Und dann der Beißler dann erst nicht gecheckt hat, dass er dann in Führung war. Ja, stimmt, so für einen Meter. 2 waren, glaube ich, sogar 2. Chef, ganz auf vor, ich will jetzt in die Führung. Vergiss es. ja, okay, täuscht schon mal an. Täuscht rechts an. Und links rein. Links ein. Ich habe mich einmal verteidigt. Das war in Ordnung. Da haben wir auch schon anderes gesehen. Wo so 10-mal Zickzack macht. Die gibt Vollstoff. Kenny haut uns dabei ab, aber ich meine, ich muss nicht. Er ist nicht mein Ziel.
Nee, das weiß ich schon. Du musst an dem McLaren vorbei, an dem orangen, schwarzen Holland-Auto hier, aber da kommst du nicht durch. Im SpongeBob-Schwammkopf hier. Glaubst du wohl nicht, dass du an dem Michael Weißer vorbeikommst, Joker? Ich glaube alles. Ja, ja. Ja, ja. Dann glaub du mal schön. Naja, mach mal deine Schlingerattacken. Der Regen wird auch stärker, oder? Hab ich auch das Gefühl, ja. Du bist nicht im letzten Sektor. Also genau mein Wetter, Baby. Oh, da kommt er schlecht raus, der Feiersler. Da fährt er rüber. Nein. Ich stehe in der Mitte. Da bin ich weder jetzt, noch schlecht. Du musst immer fahren. Kampflinie, wo war das? Abu Dhabi oder so? Das heißt, Kampflinie ja, aber ich stand mittig. So dass der Joker einfach gar keine Chance hat, weder rechts noch links zu fahren. Ich dachte. Oben. Also kurz eingebomst. Ja, die aus dem Arsch kommt. Aber das hat er gar nicht gespürt. Ich hab ja eine Bitch. Spar. Ich hab ja eine Bitch hier am Spiegel hängen. Steht ja da. So ein Duftbaum. Duftbitch. Ich stink so aber Fisch. Ich dufte. Und da kracht's. Lass mal wir sehen, das ist Racing. Hier die nächste Kurve gehört uns beiden. Wem gehört sie zuerst? Das wollen wir sehen, Joker. Da hast du recht. Solang's noch gut geht, ja. Wer schreit am lautesten, wenn's kracht? Ist es Max oder Louis? Die ganze Zeit rüber. Ich treffe die Strecke gar nicht mehr. Ja, das komm doch her hier zu uns. Dann machen wir einen Dreier hier. Alter. Joker steht heute sehr auf Gangbangs, das habe ich schon in Abu Dhabi schon verstanden, dass du da gerne mitgemacht hättest, als ich da sehr viele Prominente ein bisschen nach hinten geschickt habe, sagen wir es mal so. Ich meine, die haben halt alle nicht verstanden, dass man mich nicht überholt. Oh, nein, ey, Alter. Was ist? Wo, was ist mit da dir? Da steht der Kelly, Achtung. Oh je. Ach, der Remus. Was hat denn den Dreier mit uns? Nein, das bin ich nicht noch drin. Ich krieg eine Macke, ey. Um Gottes Willen, jetzt muss ich auch noch ein Beißer vorbei. Nicht nur, Achtung. Joker ist auch noch neben dir. Kenny, was hast du gemacht? Ausgang der Remus. Ja, Remus zu früh beschleunigt. Spannend. Danke für die tolle Aktion, Jungs. Ist der rote Pfeil. Irgendwo wo ist, noch ein roter Pfeil. Oh, Alter, Ebro hat hinter mir geknallt. Ja, das war oh, ich. Gott, und jetzt müssen wir in eine Kurve rein. Scheiße. Oh Gott! Und das war zu erwarten, dass das passiert. Das war fast klar, dass der Beißer da nicht zurücksteckt. Oh, wie habe ich ihn abgeräumt? Oh, und jetzt fährt mir noch Michi. Einer rein. Oh, sorry, ey. Oh nein. Ich komme aber noch. Ich komme aber noch in die Punkte. Nein. Oh, nein, du gehst nicht sorry, mehr vorbei. Michi, ja, das. Oh nein. Nein, das ist okay. Ich würde nicht sagen, dass dein Fehler war, Kelly. Nee, das war. Die Kurve ist halt wirklich. Da hab ich mit Perez ja schon mal genau die gleiche Erfahrung gemacht, wenn du da. Ich wusste nicht mehr, wo ich hin sollte, ey. Ich war fast ja, so weit aus. Ja, nee, du warst ja auch in Führung. Also. Aber oh, das war shit, ey. Ja, bin aber noch in die Punkte gekommen. Also ich hab mir jetzt noch in die Punkte gerettet. Schade, ja. Oh Mann. Ja, das war so ein. Ich krieg schon so Leclerc-Züge. Die Selbstgeißelung. Ja, du solltest wirklich nicht rein, ey. Nein, das war doch, aber es war. Normales Manöver hätte jeder versucht da trotzdem. Das war eine Situation, das ist halt schief gegangen. Das war jetzt. Bei ich hab dem vorhin mal leicht Hinterrad getroffen, dann hab ich ihn weggezogen. Also und ich zwei Kurven früher, wo du da gleich auf mit Michi warst, da dachte ich schon, dass du da eigentlich scheppert. Dann bin ich ja noch da auch noch dazugekommen. Und dann wart in der nächsten Kurve, wart dann soweit. Das war echt geil, ey. Schön, dass ich's drauf hab. Was nice. Irgendwie meine Fresse wirkt. Immerhin bin ich immer noch vor Lando Norris. Also, ich bin immer noch vor meinem Teamkollege. Immerhin, das speichere ich mir mal für das Samtmehl. Ich glaube, das wird Samtmehl für die 5-Runde-WM werden. Es war schade, dass, ich hoffe, dass du dich halt dann so weggedreht hast. Wenn du nochmal anders zur Strecke gestanden hättest, dann wärst du besser weggekommen. Ja, aber da, wie hätte ich anders stehen sollen? Da habe ich mich gedreht, da konnte ich nichts machen.
Und dann gut, dass du noch schön ausweichen konntest, Jockel. Ja, ich bin aber an mich hier aber erst rangefahren. Du bist noch an mich rangefahren und dadurch... Aber ich dachte, dass du dich dann noch wegdrehst oder so. Du bist an mich rangefahren, sonst wäre ich wahrscheinlich, wenn du nicht an mich rangefahren wärst, noch weiter an die Bande geflogen. Außer. Aber es ist dann noch beim Zurückfahren noch irgendeiner mir draufgebrettert. Ich weiß noch nicht, wer. Wer mir da noch drauf gescheppert ist. Und mich da aber noch das wollen wir sehen. Das ist Racing Action. Da macht der Kenny das dann auch nochmal so spannend. Flippst du aus? Ja. In der Remus drehe ich mich weg. Ey, ich habe es 4 Runden lang geschafft, stabil durch die Remus zu kommen. Weil ich mir dachte, roll in die Remus rein, komm da durch und geh dann erst aufs Gas. Ganz also, du wolltest doch auf mich gehört, wenn du gesagt hast, hier, komm doch nach hinten. Ach. Du, aber ganz ehrlich, Kenny, ich glaube, wenn dir der Fahrfehler nicht passiert wäre, wäre die Situation so gar nicht entstanden. Weil ich glaube, Qualifying in Japan können wir auch weg. Jocke steckt halt eher zurück als Kenny. Warum sollte er zurückstecken? Ich habe in der Situation nicht gesehen, dass ich zurückstecken sollte. Weil... Nee, eh nicht, aber ich glaube, Jocke hätte trotzdem noch mehr verhindert. In der Kurve nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt an Kennys Stelle gewesen wäre und vorne gewesen wäre, mich geknallt da in rein, da hätte ich ja auch nicht mehr irgendwie ausweichen können. Also da wäre das jetzt genauso passiert. Die Situation. In die Kommentare, wie ihr den Unfall seht. Also stimmt schon, also Hauptschuld beim Beißler. Aber trotzdem normaler Rennding. Mehr oder weniger. Tut mir trotzdem leid für mich, weil das war eine gute Platzierung für ihn, wie da hops gegangen ist. War ja auch. Dir passt auch dein Qualifying kaputt. Bei mir war Frontflügel kaputt. Ich bin im nächsten S in die Wand geradeaus gefahren. Also damit war es auch erledigt. Ja, Japan, das jetzt kommt. Und da dreht er sich noch ein zweites Mal ein Joker. Also bei dem, ich sag mal so ein Rennunfall, das. Und noch. Guck mal, ich kann Felipe Nasser da machen. Du hast Hühnchen weggekegelt, ja. Ich mach's im Trockenen. Ja, aber Massa hatte sich 6-mal gedreht in Silverstone. Du musst dich noch 3-mal drehen. Glückwunsch, Kenny, aber was macht der Joker? Jockel kriegt die Karre nicht kaputt. Da schaltet man wieder zum Joker zurück und er macht den vierten Dreher. Joker, machst du noch 2? Da hast du Felipe Massa eingestellt. Ich versuch's mit dem Flügel ein bisschen, aber. Ja, bei mir war der Flügel kaputt eine Seite und dann im nächsten S konnte ich das Auto gar nicht mehr lenken und dann war es vorbei. Dann hab ich's weggeschmissen auch. Aber das zu dem Österreich-Unfall, ich sag mal, das war ein Rennunfall, den hätte auch in der echten Formel 1 passieren können, genau so eine Situation. Ich wusste aber nicht mehr, wo ich hin soll. Ich dachte schon, ich hätte dir da genug Platz gelassen, aber dass ich dann trotzdem mit dem Hinterrad treffe. Rennunfall, ganz einfach, passiert. Nein. Das können wir nachher nochmal sowieso analysieren. Aber ich würde es gerne aus eurer Sicht nochmal sehen, wie... Gibt ja jemanden, der das aufnimmt. Alter, nimmst du das schon wieder auf? Ja. Oh, nice, dann kann man das ja sogar aus meiner Sicht nochmal sehen. Geil. Yo. Und Kenny stark. Ich glaube, ich versuche mal im zweiten Qualifying Part. König. Tsunoda hier, Japan. Tsunoda, der ist aber... Hast du gleiche Wagenleistung eingestellt, Kenny? Dass die da so... Dass da auch so ein Tsunoda vorne ist? Ja, sonst ist es doch langweilig, oder? Ja. Vorne hätte man im Haas irgendwie nicht wirklich Schnitte. Vor allem hätte man da nur Red Bulls vorne wahrscheinlich. Tsunoda gewinnt da sogar das. Im zweiten Part versuche ich dann Valvo auch noch eine Bildschirmübertragung zu geben. Ich will jetzt noch nicht raustappen während dem. Ja, denk doch nicht, dass es dann leckt bei dir, ne? Nein, dann lass stecken. Let's go. Glaubst du, ich habe keine Downloads oder sowas an jetzt. Boah, Tsunoda, was geht mit dir, ey? Oh, Japan. Der flügelt hier. Kleine Frühlingsrolle, ey. Oh! Also, bam, Gottes Willen! Oh, ich schepper da in den Norris rein. Da steht Hamilton, da steht Kenny. Was ist? Dass bei dir noch was dran ist. Was ist denn da? Da stand der Hamilton, da stand der Giovinazzi, da war noch irgendeiner. Hast du was mit dem Hamilton gehabt? Ich habe keine Ahnung, wen ich getroffen habe. Ich bin einfach nur quer über die Strecke geflogen. Also das ich kann rausbeschleunigen aus der Schikane, bin ich. Weil du rechts in die Bande Und vor Schreck bin ich dem Norris hinten ins Heck gebügelt, dann kam der Giovinazzi. Hat sich auch kurz eingestreut, glaube ich. Auf einmal stand dann da der Hamilton bei dir rum. Ich vermute, dass der da auch noch irgendwo mitgespielt hat. Dass der mit irgendwo dran gefahren ist oder so.
Also da hinter mir stand schon mal Nazi, der muss mir dann trauen. Ich bin vor Schreck im Norris rein, weil ich dich da kreiseln sehe, hab. Huch! Und das war auch ein heftiger Abflug, ey, alter Schwede. Das war ja, fast wie damals krass. In Portugal, wo mich der Joker nur leicht berührt hat in der letzten 5-Runde WM und ich bin heftig weggeflogen. Wahrscheinlich hast du auch noch so ein Mini-Hit gekriegt. Wie oft du dich gedreht hast. Und ich hab, wie dass gesagt, du dich nirgendwo eingeschlagen bist, so richtig. Ich bin einmal quer über die Strecke geflogen beim Rausbeschleunigen. Ich hab auf dem Gras beschleunigt. Bin dann einmal quer über die Strecke geflogen, hab mich dann drum gewirbelt, ey. Der Yuki geht ja ab, ey. Wollte gerade sagen, dann gewinnt Yuki auch noch sein Heim-Grand Prix. Also ich bin vor Schreck, als ich da gesehen habe, dem Norris draufgeklatscht. Und dann war der Giovanazzi nach mir. Auf einmal stand der Hamilton bei dir. Er muss auch in die Box. Oh, was wird der gehört? Norris auch, klar, da bin ich ja... Hamilton kann weiterfahren? Der hat... Na, mach doch mal den Lando jetzt fertig hier. Hallo, Box. So, jetzt fahren doch beide an die Box. Oje. Das war. Das ist schon eine Chance in der WM ordentlich Punkte abzusagen. Japan ist ja, 13. Valvo Japan ist sowieso nicht mein Rennen. Aber das war jetzt wieder so kurios. Oh, eine schöne Strecke. Ich hasse die Strecke schon. Auf jeden Fall eine schöne Strecke, aber zum Fahren ist sie einfach nichts für mich. Was? Mich noch nie ich mag sie auch nicht fahren. Ich weiß, Kenny, aber ich verstehe es nicht. Boah, so toll. Ich ging schon wieder quer. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, Jocko, überleg dir noch, welche Nationalität er annehmen soll. Natürlich oh, da steht das der Kenny. Wieder selbe gehört, Stelle wie gerade eben. Selbe Stelle, oder Kenny? Ja, und diesmal habe ich auf inneren Körper angebremst. Was geht denn? Ich drehe mich schon wieder. Habe ich recht, Jocko? Muss ich mir ja Schlitzaugen machen. Lockel. Ding, 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 Lockel. Mit Locken. Aber das war auch wieder so kurioser Start, was da jetzt. Ich bin in der 5. WM überrundet, Alter. Ich dreh mich schon wieder, was passiert denn? Boah. Was ist meine Karre kaputt? Was hat meine Karre denn? Lockel auf der 10. Ah, ne, die Hinterreifen sind zu heiß. Oh, aua. Oh, Alter. Wie du immer quer gehst. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Grüne also Sandmehl für die 5-Runde WM, glaube ich, da benutze ich unseren Crash in Österreich. Das wird Sandmehl für die gesamte 5-Runde WM. Das sah sicher geil aus. Das ist auf dem Fotomodus richtig getroffen, glaube ich, ist das was. Richtig getroffen, so wie der Kenny den Beißler. Ich glaube nicht, dass du mich geworfen hast. Es war einfach ein Rennunfall. Ich hätte ja auch nur einen. Ich hab den Norris vorhin getroffen beim Start. Das war auch kurios. Ach, Tuchel holt gerade so wichtige Punkte, ne? So ein Dreck, ey. Kollege. Aber noch ist es nicht zu Ende. Krieg. Ich hoffe. Na, Max? Hast du ja Verstopfung, ja? Lass doch den armen Max in Ruhe. Der kann wir können jetzt das DRS verwenden. Fick dich, du Bumsknödler. Ich bin zwar 23 Sekunden hinter. Dem MB auch noch. Der kriegt aber auch keine Kurve mehr anständig. Na okay, jetzt sind meine Reifen wieder auf passender Temperatur. Es geht so einigermaßen. Die Endplate auch zwar abgerissen, aber... Ach so, jetzt gerade wieder, wo du gerade in ja, der Box warst. Ja, gerade wieder bei einem Quersteher. Ja. Obwohl wir ja alle in der Box waren. Ja, ey, das ist Japan-Rennen. Ja, der war auch nirgends verwickelt. Das ist Japan-Rennen. Oh, so, jetzt aber gleich. Oh. Einer noch verspätet die Hand. Ja. Weil wenn er Zeit hat, war mir mal ein Sänger. Wieso ein Tier? 21-2. Hä? Wie langsames Kind, dem man einen Softball zuwirft. 10 Sekunden später. In die Fresse. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 20,2 Sekunden. Kann ich selber ablesen, Chef. Vielen Dank. Schlägt mich zwar der Norris, aber kriegen beide keine Punkte bei McLaren. Das kann auch passieren. Lief nicht so gut.
sag ich mal. Gut, in Abu Dhabi hätte es Punkte geben können, aber dahin halt ein paar andere Fahrer was dagegen gehabt. Und wieder Hetti Wari vom Beißler. In Österreich. So wie der Berger damals immer. Hätte ich noch eine Runde weiter gefahren, war ich Weltmeister. Der Arbeitskollege. Also geil bei den Interviews, wie oft er sich rausgeredet hat. Hätte ich da ein bisschen früher bremst, war ich nicht voll reingekracht. Ein Arbeitskollege von mir hat gesagt, der Berger war ein guter Fahrer, der hätte halt nur das Pech gehabt, dass er immer Nummer 2 war. Immer irgendwo eine scheppert. Am besten war der Heinz Brüller, 94 in Adelaide. Berger führt nämlich und 5 Runden später fällt ihm auf. Menzel hat die Führung übernommen, da muss was passiert sein mit Gerhard Berger. Er es gar nicht gecheckt hat. Das hat wir ja jetzt schon zum Interview bei ihm in der Kabine so, hallo. Aber wie Berger halt dann immer den Namen weg hatte, das Hetti Wari, hat er nicht mehr losgekriegt. Okay. Oder der Heinz Brüller dann. Das hatten wir nicht im Bild, obwohl man es voll gesehen hat, wie der Berger wegrutscht. Das war auch geil. Das sogar auf YouTube finden, Hetti Wari. Ist das so? Hat der Berger immer so Hetti Wari, Hetti das gemacht oder wer früher... Hätte war ich früher an Box, dann hätte ich das Renner gewonnen oder so. Oh Gottes Willen! Oh Gottes Willen! Da kommt doch wieder so eine Schikane. Ich weiß, letztens nicht geredet, war er mehr auf der Strecke fokussiert gewesen. Schau mal, so ein scheiß Körper. Ich hab nirgends angeschlagen, also ich fahre noch. Nichts passiert. Wenn man das noch fahren nennen kann hier in dem Grand Prix. Warte. Yuki Tsunoda hätte es gewonnen. Ja, ich. Glückwunsch, Jockel. Ich kann's nicht glauben, da gewinnt der Jockel. Denn der Verstappen noch am Samstag als Dump-Idiot bezeichnet hat. Dump-Idiot. Wissen wir ja alle, wie das der Verstappen gesagt hat. Ach, die Red Bull sind einfach scheiße gewesen. Im Qualifying. Ja, man, vor allem in der Zusammenfassung, die Situation, wo der Verstappen dann den Tsunoda als Dump-Idiot bezeichnet hat, da war gar nichts. Hat sich der Tsunoda vertan, der Perez hat sich vertan und der Verstappen musste einfach bremsen, weil gelbe Flagge ist. Und er hat die Runde davor schon das Auto fast verloren, dort die Zeit wegschmissen. Also, da war gar nichts. Die hatten nicht einmal im Qualifying, nicht einmal eine gute, richtig Zeit, dass ich sagen könnte, die waren wirklich nah dran an Mercedes. Nee, aber im Rennen. Bei der Runde nicht gewesen. Aber im Rennen hat der Max. Ich habe bei dem Move am Start gedacht, oh je, jetzt kracht der mit den beiden Mercedes zusammen. Aber dass der dann da auch noch rumkommt ums Eck, das war eigentlich der Schlüssel zum Sieg. Hätte er das nicht geschafft am Start, das Manöver, dann hätte er es nicht gewonnen. Weil ich habe gedacht, oh je, oh, das jetzt gibt es einen Todesmove hier beim Start. Aber dann schießt da der Perez gerade aus und ich habe erst gedacht, der hätte ein Torpedo da gemacht mit dem Bottas, aber das war dann der Ricciardo, der das hingekriegt hat. Und dann der Bottas, dann haben sie versucht, dem die schnellste Runde zu versauen, holen sie ihn einfach in der vorletzten Runde nochmal rein und geben dem einen Reifensatz. Aber es gab schon schlimmere Grand Prix als den Mexiko Grand Prix. Alter, was macht denn der olle Vettel auf dem... Außer vom Start her war nicht wirklich sehenswert. Hätte der Perez war gut dran, aber... Weiß ich, da der Mercedes entweder noch viel Power oder die Überrundeten waren. Ich weiß nicht, warum es nicht gereicht hat. Er war ja auch nie wirklich mehr dann dran. Er war dann so unter eine Sekunde, aber nie nah genug, um dann noch letztendlich Hamilton überholen zu können. Aber am geilsten war immer noch der Bottas, wie sie dann da reinholen, noch einmal eine Runde vor Schluss. Nur damit er die schnellste Runde wegnimmt. Na, da hat es aber Mercedes auch ordentlich gekostet. Joker auf der 4. Oh, bei Beißer wartet noch irgendwas. Der Michi guckt sich ja mal noch das Ergebnis an. Genau. Und die Ranglist. Hab sie mir aber leider dort wieder nicht gemerkt. Zwar reingeguckt, aber schon wieder nicht gemerkt. Kannst du hier auch sehen. Juki. Aber bei der Platzierung ist auch besser, dass ich mir nicht gemerkt habe. Joker ist schon 13 Punkte Vorsprung, ob ich die noch eingeholt kriege. Wir haben jetzt 3 Rennen gehabt, oder? Ja. Das ist das vierte. Dann Spanien haben wir ja Spanien die Scheiße jetzt noch als Abschluss der Folge. Das wird ja nicht besser.
Ja, also, leider ein paar Punkte zu viel verloren gegangen. Vor allem in Abu Dhabi und Österreich sind sie flöten gegangen. In Japan, da geht nichts flöten. Da ist... Das ist... Das war noch nie was. Da hilft auch ein Ghetto Raid nichts. Ghetto Blaster. Waren ihn lange nicht mehr gefahren. So eine Strecke, aber hat man auch nichts vermisst, wenn man die nicht fährt. Das stimmt. Anstatt für Spanien hätte sie im echten Kalender lieber Portugal reinnehmen sollen. Aber nein, Spanien fährt man ja schon seit 91 ohne Unterbrechung, die kann man natürlich nicht Russ nehmen. Ja, Teststrecke. Schon mal der langweiligste Grand Prix überhaupt im Rennkalender, aber ja, nee, das kann man nicht rausnehmen. Nein. Gestern habe ich ein Video gesehen über den Vietnam Grand Prix, wo einer geschrieben hat, ob der jetzt komplett vom Tisch ist, weil er gar nicht mehr erwähnt wird. Der Vietnam Grand Prix, man hat die Strecke hingebaut und jetzt kommt kein einziger Grand Prix dort zustande. Mann, Alter, die Kurve, immer wieder dieselbe Schikane. Welche? Alter. Ach so, die Schikane am Ende, ja, das verstehe ich auch nicht, wie man die Strecke so verschandeln konnte, da noch so eine Rotz. Nee, das war, glaube ich, nicht die letzte Schikane. Okay, das war dann die berghoch, dann, wo es leicht berghoch geht. Kann sein, keine Ahnung. Die ist auch scheiße, da rutscht das Auto mal gern weg. Na komm, das war die Weltmeisterschaftsentscheidung. Qualifying beendet. Ich kann leider nicht sehen, mal der Sport. Der Sport. 24. Das ist eine schlechte Platzierung. Eine 1 und eine 9. Das wird wohl nix. Oh no. Wie viele habt ihr noch? Wie viele Rennen? Danach noch vier. Nachdem wir 5. Nee, das ist die Hälfte jetzt hier. Okay. Die Hälfte, also der erste Part ist gleich um. Einen Break? Gleich. Ja, Break, ohne KitKat. Ein Knöchelbreak. KitKat. Na, Joker, da musst du dich jetzt gegen den Fernando durchsetzen. Das ist sein Heim-Grand Prix. Da will er unbedingt gewinnen. Ich riskiere was. Ich kann mich mal am Bart lutschen. Was riskiert der Kelly? 5er Setup. Bart lutschen. Ich bin bei der 3. Ja, ich bleib dort auch. Na, sag mal, viel Spaß, viel Glück. Es komme ja jetzt nur noch bessere Strecke in der nächsten Folge. Aber, oh Gott, oh Gott! Ach boah. Du Scheiße, Alter, oh mein Gott, ja, boah. Du, was ich konnte aber... Unfall. Aber du bist rangezogen an mich, konnte jetzt gar nichts machen. Hab ich dich getroffen? Oh, nein, ja, du bist, ne, du bist... Michi, Alter. Oh, sorry, ey. Ja, ich aber dachte, was konntest du aber da machen? Da stand auf der einen Seite einer und du warst dann und bist mir ans Radfahren quer rübergezogen. Ja, da konnte weder ich jetzt noch was machen. Hätte ich jetzt gebremst, nee, wärst du in den... Verkackt, ey. Ich hätte bremsen müssen. Wenn ich das gebremst hätte, wärst du in den anderen Reihe. Ich weiß gar nicht mal, wer das war, aber das war so der Zonter in der Nummer. Ja, ich nehme den Giovinazzi noch mit. Dann war es der, okay. Ja, da wärst du in den reingekracht, wenn ich gebremst hätte. Ja, gut. Ja, schöne erste Saisonhälfte. Das kann ja nur noch besser werden. Ich habe einen Schlag. Das ist Kenny. Strike. Teil 2. Das war Nummer 2, dann gibt es Nummer 3. Ist ja schon mehr Action als Hamilton gegen. Da, die sind dich aber. Ja, Hamilton, Verstappen sind aber auch zweimal ineinander gekracht. Da dreht sich der Jocke. Silverstone und. War es der Hamilton und in Italien gab es die Max-Revanche. Danach kam nichts auf mehr. Die 15 zurück. Oh, okay, was ist passiert, Joker? Letzte Kurve. Also bei der letzten Schikane, die letzte Kurve halt zu weit Ach, in und dann die Schikane. Oh Gott, ich bin nochmal bei der Boxen einfach nochmal leicht angedeutscht an der Seite. Hat sie nicht gemacht? Oh Gott! Ich knall da voll in die Boxen rein, fahrt rein, wie der cool tat. Oh Gott, das ist ja lächerlich jetzt so langsam, es wird ja peinlich jetzt. Oh, sorry. Ja, da kannst du nichts machen. Wenn ich gebremst hätte. Wenn ich gebremst hätte, dann wäre das nach vorne halt nicht gelaufen. Aber ich dachte mir, ich bin so schnell,
Ich ziehe da rein und überhole und dann habe ich. Ich habe. Du hättest nicht gekriegt, dass da noch links neben mir einer war. Und. Beziehungsweise, dass du neben mir warst. Ja, und nochmal links davon war der Giovinazzi oder wer es auch immer war. Was ist das denn? Dreh mich schon wieder. Die Reifen vielleicht wieder zu heiß nach dem Boxenstopp. Wie in Japan. Wie kann das denn nach dem Boxenstopp sein? Hast du die Traktionskolle eigentlich noch aus? Oh. Grüne Flagge. Ja, das könnte ein bisschen was erklären. Die Traction Control. Na, Fernando führt. Mal gucken, ob der Fernando hier noch lang mitspielt. Obwohl, die kommen nicht in meine Nähe zum Überrunde. Aber wenn sie da hinkämen, dann hätte man Action. Wenn sie nicht hinkommen, dann haben wir nix. Aber wenn! Joker, auf welchem Platz bist du eigentlich? Platz 12. Gut, dann ist er nicht direkt in Gefahr. Oh je. Aber wie gesagt, die sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass nach Yuki jetzt Alonso noch sein Heim hätte da aus. Wenn der Michi natürlich da was gegen hat, dann soll es so sein. Ja, vielleicht lasse ich Fernando durch und du da hinten dann Staub aus. Ja, das kann auch sein. Dass ich dann, Fernando, dass du an allen vorbeifährst und ich dann derjenige bin. Fernando der Legend? Nein, vielleicht helfe ich ja noch ein bisschen. Aber die kommen ja nicht mal. Selbst zu helfen. Das ist schön, dass DAS verfügbar ist. Es wird mir nur nichts nützen. Das ist schön. Apropos, das ist schön. Hast du mitgekriegt mit dem Gottschalk, mit dem Wetten, dass? Da diese eine Sonderjubiläumshow. Ich weiß gar nicht, war das diese Geburtstagsshow von Gottschalk, die sie eigentlich letztes Jahr machen wollten, oder? Na, 40 Jahre Wetten, dass hätte ich jetzt gesagt. 81 war ja damals die erste Sendung. Und der Gottschalk, ich habe nur gelesen, er kam wohl schon rein und hat gesagt, ich habe nichts verlernt und nichts dazugelernt und nichts vergessen oder irgendwelche Witze hat er da die ganze Zeit einfach nur Witze gemacht irgendwie. Aber die muss wohl von den Quoten her ziemlich gut angekommen sein. Ja, 14 Millionen angeblich. Und mit der Hunde. Mann, ich drehe mich schon wieder in der scheiß Schikane, das kann doch. Fick dich ins Knie, ey. Die Hunziger durfte auch nochmal moderieren, oder? Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur die. Ich hab auch noch gelesen darüber, einen Zeitungsbericht drüber gelesen, aber muss. Riesenquotenerfolg stand da. Okay, alles wieder im grünen Bereich, zurück auf Renngeschwindigkeit. Der olle Gottschalk. Ich dachte eher, weil sie wollten nochmal zu irgendeinem runden Geburtstag vom Gottschalk auch nochmal so eine Wetten-Das-Sendung mache für ihn. Das wäre letztes Jahr gewesen, aber da haben sie es jetzt so gemacht, 40 Jahre Wetten-Das von 81. Keine Ahnung, ich hätte jetzt nur gedacht, weil eben 81, deswegen dachte ich jetzt, dass das so ein Jubiläum ist. Da hätten sie aber einen Frank Elster. Der Elster wieder, der Elster war wohl noch da. War auch noch eingeladen. Ja, aber der ist ja eh krank. Ich glaube, der hat Parkinson, oder? Irgend sowas hat der Elsner doch. Der hat sich ja eh schon zurückgezogen, so weitgehend. Ich glaube, auf YouTube hat er mal noch vor 2 Jahren noch so ein paar Interview-Reihe so gehabt mit Gästen. Aber sonst hat er sich ja zurück. Der hat ja auch bei Menschen im SWR, der doch noch moderiert. Lange gemacht, ja. Ja, aber der hat sich ja ewig gesagt schon vor 2-3 Jahren so langsam zurückgezogen wegen dem Parkinson. Oh, kenn ich schon DNF? Hast du es jetzt kurz nach mir weggehauen, nachdem ich dich überholt habe? Nö, da war ich schon weg. Oh, okay. Weil du da noch gefahren bist, als ich an dir. Ja, ich habe die Session nur beendet, aber ich habe es nicht weggecrashed. Okay, also so aufgegeben. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Fernando vor Yuki. Er hat schon gewonnen. Nach Yuki schafft's auch Fernando. Jockel baut seinen Vorsprung weiter aus. Ich krieg eine Macke, ey. Autsch. Daumen ist knatschig so.
Obwohl Yuki wahrscheinlich das größere Problem hier. Ja, Yuki ist momentan nicht dabei. Da gab's definitiv. Ich glaube, da gab's definitiv einen Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Schauen Sie sich das mal an. Der Michi wäre mit seinen Catchphrases hier. Aber das sehen wir doch gar nicht, du übertragst doch gar nichts. Ihr habt ja auch immer noch nicht beantwortet, aus welchem Spiel diese Sätze waren. Michael Beißler, the game, würde ich jetzt machen. Das wär's. Auf der 18, Antonio Giovannazzi. Oh. Auf der 19. Warum crashen sie zwei in die anderen Spieler? Michael Beißler, the game. Nee, komplett. Ich will immer mal den Gegnern die Stinkefinger zeigen. Hier, 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 hier. Hier können sie es. Welches Spiel war es denn? Formel 1, 95, erste von PlayStation damals. Mit dem Jochen Maas. Okay. Der hat die Kommentare so angesprochen. Autsch, da war definitiv ein Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Das gibt's ja nicht. Yuki hat bei mir eine andere Pose als bei dir, Joe Kölle. Ja, das hat Balbo ja schon mal. Der hat Balbo auch schon mal rausgesehen. Da Alonso, Alter, mit dem Vettelfinger. Der fährt doch anders. Yuki und den dritten auf dem Podest habe ich schon wieder vergessen. Hamilton. Ah, den kann man leicht vergessen. Geht passt so. Ja überhaupt gar nicht da rein in diese Ordnung. 2-1-0-0. Geil. Ich habe mir nicht das Österreich-Rennen so gespeichert, um da eine Thumbnail rauszunehmen. Leider nicht. Nee. Yuki Tsunoda führt knapp vor Joker. Ich habe auch immer noch kein Thumbnail, Michi, für unsere zweite Season. Okay. Ich schon. Ich habe es auch schon gespeichert. Hätte ich das selber genommen in der ersten? Oder so ähnlich? Ne, ich habe wieder eine Szene genommen, wo der Williams von Joker und mein Ferrari zu sehen sind wieder. Oh Gott, das geht ja noch schlimmer weiter. Oh, da brauche ich erstmal nervliche Break, wenn ich die nächste Strecke schon wieder sehe. Ich dachte, es wird besser, aber. Naja, nach einem kurzen nervlichen Break sage ich schon mal danke euch fürs Zuschauen, danke euch fürs Mitfahren. Ja, ja auch. Und dann sehen wir uns beim Part 2 nächstes Mal wieder. Ich sage schon mal Keep Racing und. Beim nervlichen Zusammenbreak. Yuki Tsunoda Weltmeister oder nicht? Keep Racing und auf Wiedersehen. Tschüss. Oh Mann.